So, das heißt, ich bringe die beiden Armeen schon mal auf Position. Oh, Stadtkampf. Stadtkampf ist immer so unschön. Aber der Gegner ist ja ziemlich zahlenmäßig unterlegen. Damit haben wir auch Großmeister Grimhold besiegt. Ja, wir können mal kurz das hier aufrufen. Ja, bei einem erbärmlichen Ketzer wie euch fürchte ich mich nicht. Kommt, trefft mich in meinem Lager, falls ihr euch getraut. Sagt Großinquisitor Carbivor, hat Großinquisitor Carbivor gesagt. Ihr wagt es euch, der Inquisition zu widersetzen. Gegen mich und meine Glaubensbrüder habt ihr keine Chance, sagte Grimhold. Und Kulofert sagt, und wenn ich wandle in finsterer Nacht, euch fürchte ich nicht, denn mein Glaube ist mein Schutz und Schild. Ja, war was. Und das war dann der Geisterkrieger. Ihr habt euer Reich erfolgreich. Es ist mir nicht gelungen, die Inquisition zu verteidigen. Ich habe Schande über den tantrischen Ritterorden gebracht. Es bleibt mir nur noch eins zu tun. Hiermit lege ich die Großmeisterwürde nieder. So. Damit ziehen die auch ab. Wir können unsere Armeen versammeln. Als letztes den Inquisitor zu stellen. Ja, sie ziehen alle von hier ab. So, warten wir noch, bis die beiden Armeen an ihrer Position sind. Und dann nehmen wir den Inquisitor von zwei Seiten aus in die Mangel. Mal gucken, wenn ich dann die Chroniken von Tanrin-Kampagne durch habe, wie ich die ewige Stadt nochmal spiele, also als Aufnahme. Und wir uns dann der Inquisition anschließen und gucken, was dabei rauskommt. Es gibt ja noch mehr als genug Achievements, die wir noch nicht geholt haben. Thank you.
Ja, da stehen meine zwei Generäle und warten. Und da stehen die anderen zwei und warten. So, alle bereit? Alle bereit. Ja, der hatte definitiv ein riesiges Schloss mit so vielen Mauern. Da war er mit seiner kleinen, mit seinem kleinen Schloss nicht ganz so. Haben wir eigentlich über so Stadtmauern vollständig ausgebaut? Ja, haben wir. So, die Inquisitionsarmee ins Kreuzfeuer nehmen. Und wir haben gewonnen. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Das ist doch nicht möglich. Ihr habt meinen Inquisitoren besiegt. Wahrlich, ihr müsst mit dem Teufel im Bunde stehen. Ich ergebe mich, aber legt bei ihm ein gutes Wort für mich ein. Questtafel ist leer. Ich gratuliere, ihr habt die Inquisition aus unserem Land vertrieben und die ewige Stadt von eurem bösen Fluch befreit. Jetzt, da mein Volk seine Freiheit wieder erlangt hat, könnt ihr unsere noble Stadt zum alten Glanz zurückführen. Hiermit erkläre ich euch zum Erlöser der ewigen Stadt. Weist uns den Weg in eine glückliche und friedvolle Zukunft. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt gewonnen! Jo, 2000 Goldmünzen. Einfach für die Siegbelohnung hier. So, dann zurück zum Menü. Dann können wir mal kurz gucken, was wir so geschafft haben und was nicht an Achievements für die ewige Stadt. Weil bei der Gefahr der Küste haben wir einfach, dadurch, dass es ja eh nur einen Weg gab oder es, und die Option es ja eh gemacht haben. Dumm. Runter. Also Gefahr der Küste war... Wer weiß, dass Tantrischen Grenzposten eure Qualität als Kaufmann war Main Quest, wo wir den Handelsposten aufstellen mussten. Das hier war die Optional, wo wir Porta Vestrandia mit den Gütern und den Priestern versorgen mussten. Für die Armee und alles. Dann die Geisterstadt war wieder Main Quest. Gouverneur Graubart war auch Main Quest. Leuchtturm war auch Main Quest. Ja, stellt den taktischen General in seiner Insel fest. Und das war wahrscheinlich Admiral Munz. Und das waren die Quests. Jetzt für die ewige Stadt haben wir. Verteidigt die Anlegestelle gegen die drei Aufklärungstruppen. Das war Main Quest. Erweckt die ewige Stadt zu neuem Leben und befreit ihre Bürger vom verblichenen Einfluss der schändlichen Inquisition. Das war jetzt die Hauptquest, wie wir sie abgeschlossen haben gerade eben. Hat uns ja die Prinzessin auch zum Erlöser der ewigen Stadt erklärt. Okkultist, heftige Inquisition, ein gefährliches, okkultes Ritual durchzuführen. Haben wir nicht gemacht, weil wir nicht auf der Seite der Inquisition waren.
Schoß und der Inquisition betretet die ewige Stadt nicht und überlasst Grimhold, den Großmeister des Tandrischen Ritterordens, das Kommando. Müssen wir wahrscheinlich auch auf der Seite sein. Ja, bezwingt die vereinten Kräfte der Inquisition und unterwerft die ewige Stadt. Wahrscheinlich ist das so die letzte Möglichkeit. Also das letzte Ende, in dem wir einfach alle bezwingen. Also ja, Schoß und die Inquisition klingt nach dem Inquisitionsende und das klingt nach dem unabhängigen Ende, wo wir einfach alle besiegen. Und ja, die Storyline mit der Reiterbahn haben wir nicht abgeschlossen, weil wir die anderen beiden gemacht hatten. Also ja, wir können auf jeden Fall noch eins dieser Sachen hier abschließen. Wahrscheinlich den Schoß aus der Inquisition. Aber nicht jetzt. Jetzt gucken wir uns die DLC-Kampagne an. Also diese hier. Wie man sehen kann, die ersten beiden Missionen habe ich schon geschafft. An der dritten habe ich nicht mehr weitergemacht. Weil die auch irgendwie nervig war. Ich weiß nicht mehr, was man da machen musste. Werden wir herausfinden, wenn wir dort sind. Jetzt aber erst einmal den Prolog in Ketten. Zwei jugendliche Unruhestifter, Geschwister von ebenem Gebüt, strapazieren meine Geduld, indem sie sich meinen Befehlen widersetzen, ihr Stammland abzutreten. Ein solcher Fort darf nicht ungesühnt bleiben. Folglich werden wir an diesen Grünstäben ein Exempel statuieren, auf dass das Volk von Tandrin sehe, wie vergeblich jeglicher Widerstand gegen die Doppelkönige ist. Schlüpft ihr die Rolle von König Baldurus und kämpft an der Seite König Kondradins, um die Revolte gegen die Doppelkönige im Keim zu ersticken. Leitet den Eroberungszug gegen Altrakenau, das Stammland derer von Drakon, Rowin und Drakorian. Bewährt euch im freien Spiel und tragt über eure Feinde den Sieg davon. Schaltet 4 neue Erfolge auf dieser ausgedehnten Karte mit 38 Sektoren frei. Entwickelt den Vulkan, die Raubritterburg und den Alraunenhügel. Bedient euch der Krypta des königlichen Schlachthauses und der höllischen Minen, um eure Wirtschaft zu befördern. Gut, dann starten wir mal den Prolog in Ketten. Lange bevor Zoe zum ersten Mal einen Fuß auf tandrische Erde setzte, nahm das Schicksal zweier Geschwister eine unerwartete Wendung. Konrad, mein treuer Freund, ich freue mich, euch wieder in Tandrin zu sehen und mit euch Seite an Seite zu kämpfen. Wie sehr haben mir doch die alten Zeiten gefehlt. Ja, wir dürfen Baldurus spielen. Baldurus, mein teurer Gefährte, die Ehre ist ganz auf meiner Seite, aber lasst uns nicht von alten Zeiten sprechen. Wir mögen in der Vergangenheit in glorreichen Schlachten gekämpft haben, aber verglichen mit den Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen müssen, waren das nur unbedeutende Scharmützel. Es ist an der Zeit, uns zu beweisen. Noch nie waren wir unserem Ziel so nah. Wenn wir jetzt einen kühlen Kopf bewahren und entschlossen handeln, wird die Unterwerfung Tandrin nicht länger nur ein Traum bleiben. Das Königreich wird uns zu Füßen liegen und wir werden uns in seinem Reichtum suhlen. Nun steht uns nur noch ein letztes Hindernis im Weg. Zwei jugendliche Unruhestifter, Geschwister von ihm im Gebüt, strapazieren meine Geduld, indem sie sich meinen Befehlen widersetzen, ihr Stammland abzutreten. Ein solcher Erfolg darf nicht ungesühnt bleiben. Folglich werden wir an diesen Grünstäben ein Exempel statuieren. Auf dass das Volk von Tandrin sehe, wie vergeblich jeglicher Widerstand gegen die Doppelkönige ist. Rowin und Drakorian, Graf Drakons Brot, hat sich in Altrakenau verschanzt. Hier ihres seligen Vaters Grafschaft werden wir ihm gegenübertreten und ihrem Schelmenstreich ein Ende bereiten. Zurückhaltung ist nicht angebracht. Wir haben keine Zeit für Gnade und ähnliche Sentimentalität. Greift Altrakenau an, belagert die beiden Schlösser von Rowin und Drakorian und schleudert sie mir zu Füßen in Ketten.
Und ja, so wie es aussieht, tut